Ja, ich begrüße Sie zur Nachmittagsveranstaltung in unserem Forum hier von Bachmann mit Energie 5.0. Wir haben in den Nachmittagsveranstaltungen jetzt in etwa eine andere Themensetzung. Wir waren ja heute Morgen unterwegs in Betriebsführung am Rotorblatt in Einzelkomponenten. In dem folgenden Block geht es jetzt mehr um die Netzintegration, Netzbetrieb, Demand-Side-Management und andere Aspekte. Im letzten Teil, danach der Kaffeepause, schließen wir das Ganze mit einer Diskussionsrunde noch ab. Jetzt geht es aber erstmal um Smart Power Plant Controller. Vortragen tut Frau Buchwald-Nolte von der Firma Bachmann. Ja, hallo, auch von meiner Seite. Einen schönen guten Nachmittag und herzlich willkommen zum Vortrag über den Smart Power Plant Controller. EZA-Regler für zukunftsorientierte Energieerzeugung. Ich möchte gleich mit einem Beispiel starten. Hier sieht man einmal, wo der EZA-Regler im Energiepark platziert ist und was so die Anforderungen sind. Wir haben den hier in Gelb dargestellt. Man sieht im unteren Bereich die verschiedenen Energieerzeugungseinheiten. EZA steht für Energieerzeugungsanlage. Auf die haben dann eben auch Direktvermarkter und Netzbetreiber hier Zugriff. Über verschiedenste Protokolle werden dann hier Sollwerte ausgetauscht, Istwerte zurückgegeben. Der EZA-Regler braucht außerdem noch einen Zugriff zum Netz. Er muss hier eine Netzmessung durchführen, um eben dann auch auf die entsprechenden Forderungen einzugehen. Man kann sich sicherlich vorstellen, dass wir hier von gemischten Anlagen sprechen, wie wir es hier sehen, Speicher, PV-Anlage, BAKW, aber auch natürlich Windkraft, weil wir sind ja heute auf den Spreewindtagen, soll hier nicht zu kurz kommen. Das soll hier nur zeigen, dass man also von einem Mischpark oder aber auch also homogenen Park, heterogenen Parkstrukturen hier reden kann und der EZA-Regler hier wichtig ist. Warum gibt es zertifizierte Parkregelungen? Warum gibt es eine Norm? Unser Parkregler ist nach der 4110, 4120 zertifiziert und das bedeutet, dass in Deutschland jeder Energiepark ab einer Größe von über 135 kW am Netzanschlusspunkt einen Parkregler, zertifizierten Parkregler benötigt. Diese Norm und Zertifizierung hat man eben eingeführt, um ein Einspeisemanagement zur Stabilisierung der Stromnetze vorzuschreiben und damit eben auch den verschiedenen Anlagen und Energieparks Vorgaben von Funktionen und Fähigkeiten vorzugeben und dann eben aber auch die Aktion und Reaktion der verschiedenen EZEs und EZAs im Netz. Natürlich spielt auch hier das Thema Digitalisierung eine große Rolle. Auch hier schreibt die Norm gewisse Teile vor. Allerdings liefern wir hier vom Bachmann auch noch gehen wir noch einen Schritt weiter und haben hier einfach auch noch Möglichkeiten, mehr Daten zu erheben, die dann auch nachher die Effizienz des Parks deutlich steigern können. Ja, wer ist davon betroffen, einen solchen zertifizierten Parkregler einzusetzen? Das sind sicherlich alle Energieerzeuger und Parks, die aus den schon angesprochenen EZEs, das heißt Wind, PV, Wasserkraft, BAKW, aber auch Komponenten wie Speicher ausgerüstet sind. Wenn man sich die Verteilung der erneuerbaren Energien das letzte Jahr anschaut, so hat hier in Deutschland einen Beitrag zum Endenergieverbrauch mit erneuerbaren Energien zu 19,3% geschafft. 18% waren damals der Plan, also hier war man dann deutlich über Plan. Das gibt Hoffnung, dass auch der weitere Plan bis 2030 hier eine Steigerung auf 65% zu erreichen, umgesetzt werden kann. Natürlich haben wir hier durch die erneuerbaren Energien und Dezentralisierung von immer auch kleineren Energieerzeugungseinheiten und Parks die Problematik, dass wir eben viele kleinere haben, die dann eben auch zusammengefasst betrachtet werden sollten, um eben gewisse Vorgaben einfach auch einzuhalten. Und da kommen wir dann jetzt zu dem Begriff des virtuellen Kraftwerks. Was bezeichnet ein virtuelles Kraftwerk? Ein Zusammenschluss von verschiedenen dezentralen Energieerzeugern im Stromnetz. Und diese werden über ein zentrales Leitsystem zusammengefasst, koordiniert, um dann eben die verschiedenen kleinen Energieerzeugungseinheiten als eine Art Großkraftwerk zu betrachten und damit eben verschiedene Ziele umzusetzen. Die zwei, die, denke ich, sehr herausstechen, ist natürlich an erster Stelle eine gemeinsame und sehr effiziente Vermarktung
von Strom und sodass eben flexibel am Strommarkt agiert und reagiert werden kann. Und das kann eben durch diese Aggregierung von Anlagen, durch Schwarmbildung hier erreicht werden. Weiterhin natürlich muss gewährleistet sein, dass die Vorgaben an die Regelenergieanforderungen und die weiteren Netzzustände weiterhin umgesetzt werden. Und da kommt dann auch wieder der Energieerzeugungsanlagenregler, der zertifizierte EZA-Regler ins Spiel. Denn auch in dem Prozess des virtuellen Kraftwerks ist er absolut notwendig und kann hier diese intelligenten Leitsysteme sehr gut unterstützen. Die Firma Bachmann Elektronik nimmt auch an einem europäischen Forschungsprojekt teil. Das heißt POSITIV, was eben hier in den virtuellen Kraftwerken forscht, mit weiteren renommierten Universitäten. Wie sieht die zertifizierte Parkregelung bei Bachmann jetzt hier aus? Wir haben also hier an der Seite in dem grauen Kästchen die Betriebsführung, wo eben die Sollwerte vorgegeben werden, entweder über Tankungsnetzbetreiber, Einspeisemanagement, Direktvermarktung oder manuell dann eben auch durch SCADA. Dann haben wir die Netzmessung und beide Größen gehen in den zertifizierten Regler rein. Dann wird je nachdem eine Reglerfunktionalität, die man vorher konfiguriert hat, verwendet und die entsprechenden Sollwerte werden dann über das Dispatcher-Verteilmodul an die einzelnen EZEs wieder zurückgegeben. Und natürlich wird auch hier wieder der Ist-Zustand der einzelnen EZEs gemessen und wieder dem Regler als Größe zur Verfügung gestellt. Die Funktionalitäten des Parkreglers sind hier mal aufgeführt. Das, was Sie hier in schwarz sehen, ich möchte jetzt nicht auf jeden einzelnen Punkt eingehen, sind die Funktionalitäten, die nach Norm auf jeden Fall zertifizierungsrelevant sind. Die andersfarbig dargestellten Funktionalitäten haben wir mit dem Smart Power Plant Controller noch hinzuentwickelt und auch zertifizieren lassen. Sie sehen da im Wirkleistungsbereich haben wir noch weitere Funktionalitäten zertifizieren lassen, weil wir eben die Anforderungen von unseren Kunden in dem Bereich gesehen haben und haben also auch hier beschlossen, diese Funktionalitäten zertifizieren zu lassen. Bei den Zusatzfunktionen würde ich gerne nochmal auf die Gruppierungs- und Priorisierungsfunktionalität eingehen. Das heißt, hier können Sie verschiedenste EZEs zusammen zu einer anderen EZA-Einheit zusammenschließen und diese dann eben mit einer gewissen Priorität für die Sollwertvorgabe zum Beispiel versehen und somit eben auch flexibel auf die Anforderungen vom Direktvermarkter oder vom Übertragungsnetzbetreiber reagieren. Außerdem auf den letzten Punkt der Zusatzfunktion 2, die frei konfigurierbare Datenhistorisierung. Sie sehen, in den Zusatzfunktion 1 steht, dass die Datenhistorisierung der Sollwerte für 18 Monate vorgeschrieben ist. Also das ist das, was die Norm hier fordert. Das ist unserer Meinung nach eigentlich hier ein bisschen wenig und deswegen kommt hier unsere frei konfigurierbare Datenhistorisierung mit ins Spiel, mit der Sie also noch weitere Größen hier aufzeichnen können und eben dann auch später auswerten können, um Ihre Anlage auch hier effizienter zu gestalten. Ja, dann haben wir hier nochmal einmal den Smart Power Plant Controller, so wie er bei Bachmann ausgeführt ist. Das ist hier unser Produkt. Sie sehen hier den Controller in der Mitte, die CPU-Einheit mit einem Analog- und Digitalmodul, ein Netzmessmodul haben wir hier auch mit in dem Setup und auf der CPU läuft dann der zertifizierte Regelungskern. Und durch die Vielfalt an Kommunikationsschnittstellen, die die Bachmann-Steuerung hier von Hause aus mit sich bringt, ist es also völlig möglich, alle möglichen EZEs, aber auch die Protokolle oder die Anschlussmöglichkeiten vom Netzbetreiber oder vom Direktvermarkter hier nachzukommen und über IEC-Protokolle oder aber auch digitale Sollwertvorgaben zu akzeptieren. Weiterhin bieten wir hier eine Webvisualisierung, die direkt mit dem EZA-Regler on board ausgeliefert wird. Mit dieser Visualisierung können Sie den EZA-Regler konfigurieren, zur Inbetriebnahme und aber auch natürlich nachher Ihre Daten anschauen und auch eingreifen bzw. den Regler dann auch, wenn denn der Netzbetreiber das fordert, dann auch mal auszuschalten, einzuschalten und in einem Überbrückungsmodus zum Beispiel zu betreiben.
Wenn es denn so sein soll, dass die Daten dann eben auch in einem anderen System noch vorhanden sein sollten, dann haben wir hier von Bachmann auch eine SCADA-Integration für den Smart Power Plant Controller. Wir haben das WindPower SCADA-System, welches ein flexibles SCADA für Windkraftanlagen und für Peripheriegeräte darstellt. Es ist ebenfalls eine webbasierte Visualisierung, das heißt, Sie können sie mit einem Browser öffnen. Allerdings läuft dieses System dann eben auf einem Server und nicht direkt auf der Steuerung, wie vorhin gesehen. Diese Visualisierung, wie Sie die hier sehen, ist vollständig konfigurierbar und die Infrastruktur des Parks kann hier von Ihnen komplett selber konfiguriert und abgebildet werden. Sie können sich diese Visualisierung, die Oberflächen, die grafischen Elemente, alle selber konfigurieren und anpassen, sodass Sie also eben immer die Daten, die auch genau Sie gerade sehen wollen, hier im Fokus haben. Dazu zu Hilfe nehmen wir hier diese Formulierung des Dashboards und verschiedenen Infoanzeigen, die Sie sich also hier zusammen konfigurieren können, eben auch vom Smart Power Plant Controller, sodass Sie also auch hier die nötigen Daten auf einen Blick sehen. Und es geht nicht nur um die Daten zu sehen, sondern auch hier haben Sie wieder die volle Bedienbarkeit von den EZEs und auch vom EZA-Regler über das SCADA-System. Lassen Sie mich noch zwei Sachen zum Thema Redispatch 2.0 sagen und zum Thema EZA-Regler oder welche Rolle spielt der EZA-Regler hier. Redispatch 2.0 haben wir im Themenblock 4 noch einen Vortrag, deswegen hier nur kurz angerissen. Also es geht im Wesentlichen um das Management von Netzengpässen für Verteilnetzbetreiber. Das Verfahren ist ab dem 1.10. diesen Jahres in Kraft getreten. Gilt schon für EZEs ab 100 Kilowatt, die regelnd, auf die Regeln zugeschlossen werden kann. Redispatch 2.0, das Konzept beruht auf Prognosen und Plandaten. Und was will man damit erreichen? Wie schon gesagt, die Vermeidung von Netzengpässen und man möchte eine Kostenminimierung erreichen, einfach durch die Kooperation der verschiedenen dezentralisierten Energieerzeugungseinheiten und auch Parks. Wie sich unser EZA-Regler hier positioniert. Wir haben den EZA-Regler hier als Schnittstelle zum Redispatch 2.0-Konzept gesehen. Das heißt, mit der Vielfalt der Kommunikationsprotokolle können wir also hier flexibel auf diese Anforderung reagieren. Netzbetreiber und Anlagenbetreiber sind Einsatzverantwortliche. Das können wir hier und möchten wir hier als Bachmann mit dem Produkt nicht leisten. Wir haben hier keinen Service dahinter, der das Redispatch 2.0 Verfahren umsetzt, aber eben als Schnittstelle kann der EZA-Regler hier dienen und diese Fahrpläne empfangen bzw. Anlagendaten auch wieder auskoppeln. Ja, zusammenfassend möchte ich noch mal kurz sagen, dass der EZA-Regler eben nach dem 4110, 4120 Komponentenzertifikat zertifiziert worden ist. Das Produkt wird von uns weiterentwickelt, sodass wir also auch eben auf die weiteren Anforderungen hier reagieren und Sie also auch hier mit Updates beglücken, wenn es denn dann notwendig ist. Wir unterstützen verschiedenste Energieerzeugungsanlagen, das heißt eben auch heterogene Parks bis zu 100 EZEs. Durch das modulare und offene, erweiterbare Reglerkonzept bei Bachmann in Hard- und Software sind wir also hier auch sehr flexibel für die Erweiterbarkeit von Hardware-Modulen, aber auch eben im Softwarebereich können wir hier Applikationen dazu steuern, wenn dann die Applikationen an Bord hier nicht reichen sollten, ohne den zertifizierten Reglerkern hier zu verletzen. Die Kommunikationsprotokolle, bin ich schon ein paar Mal darauf eingegangen, die sicherlich hier einfach sehr, sehr wichtig sind, einfach um auf die verschiedensten EZEs hier reagieren zu können. Im Softwarebereich möchte ich nochmal die webbasierte Inbetriebnahme-Visualisierung hervorheben, das Datenlogging und die SCADA-Integration. Die Gruppierungs- und Priorisierungsfunktionalität, die sicherlich auch für das Redispatch 2.0-Konzept zumindest einen guten Beitrag leisten kann. Und abschließend möchte ich nochmal zum Thema Security kommen, haben wir heute Morgen auch schon was zugehört. Das heißt natürlich auch hier bei dem EZA-Regler setzen wir hier auf die Standards von Bachmann im Thema Security, sodass wir also hier ein Benutzermanagement und Rechteverwaltung haben, die Sie komplett selbst frei konfigurieren können, die aber den höchsten Ansprüchen hier genügt,
weil wir haben es heute schon gehört, Vortrag von Herrn Reinke, dass also eben durch Cyberattacks hier im Bereich der Energieversorgung auch viel Schaden entstehen kann und da sollte man sich sicherlich vorschützen. Außerdem gibt es gleich direkt im Anschluss von Herrn Lange hierzu einen Vortrag Richtung Sicherheit und auf der M1-Steuerung und damit bin ich dann durch. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wenn Sie noch Fragen haben, können Sie uns auch gerne direkt hier vorne am Stand vor dem Forum besuchen und ich freue mich auf Diskussionen mit Ihnen. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich glaube, ich kann die Moderation gleich abgeben. Der nächste Vortrag ist angekündigt, die Fragen sind schon geklärt. Das ist also super. Sorry, ja. Die Überleitung mit der letzten Folie hat funktioniert, alles perfekt. Und von daher würde ich auch vorschlagen, wir haben ja in dem Zeitplan nach dem nächsten Beitrag 5 Minuten für eine kleine Fragerunde, dass wir das dann vielleicht bündeln. Ja. Ich hätte auch eine Frage, aber ich glaube, es macht Sinn, dass wir das dann im Blog dann nochmal zur Debatte stellen. Dann geht es weiter mit der Cybersecurity. Herr Lange. Ja, auch ein herzliches Willkommen von mir an die Audienz. Ich habe heute das Vergnügen, Ihnen einen Überblick über Cybersecurity zu geben. Wir hatten jetzt gerade schon ein paar Sachen gehört. Zu meiner Person, ich bin seit 27 Jahren bei Bachmann tätig, bin Vorsitzender oder Chairman der IEC 61400-25. In den einschlägigen Gremium vom DKE und auch von der TC88 in der Kommunikation tätig und zu der Kommunikation ist jetzt halt seit einigen Jahren das Thema Cybersecurity sehr verschärft hinzugekommen. Ist nicht nur bei uns hier in Europa ein Thema, auch bei den Amerikanern, da läuft das Ganze unter NERC, aber die Herausforderungen sind die gleichen. Zu meinem Vortrag Network Code on Cyber Security, das wird uns da gleich, wenn wir das noch öfter sehen, das heißt dann NCCS, das ist die Abkürzung dafür. Das ist ein Proposal, was die NSOE dementsprechend im Auftrag der EU jetzt erarbeitet hat und das ist im August erschienen und da möchte ich Ihnen mal die Vorgaben jetzt schon mal vorstellen, was da alles drin ist, was wir da in Zukunft berücksichtigen müssen. Dann geht es dementsprechend weiter, dass wir uns dann anschauen, wie man das praktisch lösen kann und umsetzen kann, wie die Ansätze dann in der Industrie sind und dann noch kurz eine Vorstellung der IEC 61425 User Group, die Sie dann bei diesen ganzen Sachen dann auch unterstützt. So, Sie sehen hier, ich habe es einmal unterteilt in 3 Kapitel. Wir fangen jetzt direkt mit den Scopes, Objectives und Challenges von dem NCCS an. Ziel ist es halt, ein Mindestmaß an Harmonisierung für Elektrizitätsunternehmen zu erreichen, in denen dann die benannten Strommarktanbieter in Europa auch auf die regionalen Besonderheiten der einzelnen Netze eingehen müssen und der einzelnen Mitgliedstaaten. Die Mitgliedstaaten haben auch das Recht, ihre nationalen Gridcodes weiterhin festzulegen, sofern sie nicht dementsprechend zonenübergreifend eingreifen. Das heißt, wenn jetzt von Österreich nach Deutschland irgendwas an Energie hin und her geschaufelt wird, das muss dann natürlich den Gesetzmäßigkeiten der EU standhalten und im Einzelnen, wenn es dann national ist, muss das nicht sein. So, NCCS gilt innerhalb der EU und leider hört die Cyberkriminalität ja an den EU-Grenzen nicht auf und deswegen ist auch da ein ganz großes Ziel, dass es nach wie vor dann eine Zusammenarbeit zwischen den Übertragungs- und Versorgungsnetzbetreibern der EU und auch den Drittländern dann stattfindet. Wir haben zwar noch keinen Austausch mit den Amerikanern, aber das wird wieder in der TC88 dann ein munteres Thema werden. Die haben halt ihre NERC-Ansichten, wir haben die NSOE-Ansichten, dass man das dann auch für die Anlagenhersteller vereinheitlichen kann. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt. Nicht, dass dann wieder für Europa die Lösung gemacht werden muss und für USA oder Südamerika und Australien dann wieder andere Lösungen. Das ist auch auf Dauer nicht zielführend. So, in Anbetracht der Bedeutung der Cybersecurity müssen wir unbedingt die Mindestanforderungen an die Cybersicherheit erfüllen
und das natürlich auch in den öffentlichen und privaten Stellen im Elektrizitätssektor. Ja, und als Hauptkriterium für die Bestimmung des Anwendungsbereichs des NCCS ist nicht die Größe eines Unternehmens, sondern die Bedeutung seiner Tätigkeit zuständig. Das heißt, wenn wir da irgendein kleines Unternehmen haben, was zwischen der Schweiz und Österreich oder Frankreich und Österreich da irgendwas schaltet, dann haben die natürlich da den höchsten Sicherheitsstandard einzuhalten, denn wenn da mehrere Gigawatt dann wegbrechen, dann kann es da natürlich irgendwo ganz schnell dunkel werden. Gut, kommen wir zu den Objectives. Die würde ich jetzt auch, um Sie da nicht mit den ganzen Sachen da jetzt zu sehr langweilen, mal in der ganzen Sache durchgehen, in abgespeckter Form. Also es soll eine solide Richtlinie für die Zuverlässigkeit der Energiesysteme in Zusammenarbeit mit den bestehenden Richtlinien gemacht werden. Das heißt, die Normen wie die 62443, die Frau Buchwald schon erwähnt hatte, die hat natürlich Bestand und auf diesen Normen baut das aus. Und der NCCS, der will halt dementsprechend das direkt berücksichtigen, dass dann dementsprechend weitere Geschichten, die jetzt sich ergeben aufgrund bestimmter Cyberattacken und so weiter, festhalten und das auch dementsprechend dann umsetzen. So, das sind dann die Förderung des gemeinsamen Rahmens für die Cybersicherheit im Elektrizitätssektor auf dem Mindestniveau der Cyber Security in der gesamten EU. Dann die Sicherheit, die Sicherstellung, dass ein System eingerichtet wird, was dann die ganzen Daten sammelt und austauscht und auch die Informationen weiterleitet, damit dann auch die anderen Länder dementsprechend darüber informiert wird, was es wieder für Attacken und sowas gibt. Dann die Etablierung effektiver Prozesse zur Identifizierung, Klassifizierung und Reaktion auf Cybersecurity-Angriffe. Das Krisenmanagement, um das Ganze dementsprechend dann auch zu bewältigen, in den Griff zu kriegen und die Abwehrmaßnahmen dafür einzurichten. Dann sollen Cyber-Sicherheitsübungen im Strombereich gemacht werden. Das dient dann dazu, dass dann die ganzen Unternehmen da auch sattelfest werden, denn Cyber-Security spricht jeder drüber, nur man muss sich darüber auch bewusst sein. Das bringt eine Menge Arbeit mit sich. Das ist nicht einmal installiert, das können Sie auch, kennen Sie von Windows, da gibt es dann alle 3 Monate oder jeden Monat mal ein Update. Und genauso läuft das dann auch, wenn irgendwelche Attacken gefahren werden, die dann dementsprechend auf den Servern auch so sichergestellt werden müssen, dass die Server dann diesen Attacken standhalten. Ja, dann haben wir die Bewertung der Wirksamkeit. Berichterstattung über die Fortschritte und so weiter in der gesamten EU und halt nochmal die Sicherstellung der Mindestanforderungen, das aber in dem Rahmen, dass damit dann keine Innovationen ausgebremst werden. Also die Norm soll dann nicht so gedeckelt werden, dass jetzt neue Verfahren damit ausgebremst werden, denn da wird sich in der Digitalisierung eine Menge tun. Wenn dann die Anwendung von den Mitgliedstaaten, den Behörden, den Netzbetreibern umgesetzt werden, dann sollten die auf jeden Fall auch die Grundsätze einhalten, Transparenz gewährleisten, respektieren der Verantwortung, die den zuständigen Übertragungs- und Versorgungsnetzbetreibern zugewiesen wurden. Dann die Einbindung von relevanten Stakeholdern. Das können große Unternehmen sein, das können IEC-Gremien sein oder DKI-Gremien oder EU-Gremien und das Vereinbaren, dass man dann spezielle Normen und technische Spezifikationen weiterentwickelt und dementsprechend auch dann in Umlauf bringt und dementsprechend dafür auch Beispiele erstellt, wie das Ganze dann umzusetzen ist. So, kommen wir zu den Challenges als letztes. Da haben wir natürlich die Innovation im Stromsektor und die Digitalisierung, die schreitet natürlich weiter voran. Und die größte Herausforderung wird sein, dass man mit dieser Norm dann dementsprechend die Herausforderungen der Digitalisierung und die Innovation dementsprechend dann nicht einbremst. Und auf der anderen Seite aber die Berichterstattung über die Vorfälle und halt die Wiedervorlage, wenn was war, dass man das dann, wie es hier jetzt vorgesehen ist, zweijährlich prüft, also im Zweijahresturnus prüft, ist meiner Meinung nach eigentlich viel zu lang. Da sollte mindestens im Quartal geprüft werden.
damit man direkt auf die Attacken wieder dann Einfluss nehmen kann und dass man die unterbindet. Und die andere Herausforderung ist die, dass man natürlich in diese EU-Vorgaben, die natürlich wieder von anderen Gremien gemacht werden, wie von den IEC-Gremien, dass man da schaut, dass man da einen vernünftigen Austausch in den Normen bekommt und dass man da das Rad nicht wieder zweimal erfindet. Also das werden die größten Herausforderungen sein, dass wir da europaweit was Vernünftiges brauchen, gerade wenn wir die erneuerbaren Energien jetzt mehr und mehr ausbauen, das ist unbestreitbar. Aber man muss auch sehen, dass wir da wirklich dann wieder alle unter einen Hut bekommen. Gut, das dazu mal. Die theoretischen Sachen kommen wir dazu, wie es dann in der praktischen Implementierung ausschaut, wenn wir uns dann auch auf die IEC-Normen dann besinnen und uns die dann anschauen. Als erstes hat man dann diesen Cyber Risk Assessment, hier diesen Comprehensive Approach, dass man das Ganze wie die Pyramide betrachtet, dann einmal die Industrieumgebung hat, die geografische Umgebung, die politische Situation und so weiter. Das muss man auch alles berücksichtigen, wenn man in irgendeinem Land dann Energie installiert oder kritische Systeme installiert, die dann angreifbar sind und so weiter. Wenn da dementsprechend die politische Situation nicht passt, dann kann man das von vornherein vergessen. Dann gibt es den Company Level oder die Company Complexity, was dann die ganzen Subsidiaries und so weiter berücksichtigt, wie viel Parks oder wie viel Center ich dann dementsprechend drin habe und dann im unteren Level die IT Security, wo ich dann halt Identify, Protect, Detect, Response und Recover, also vom Auffinden eines Virus oder einer Attacke bis hin zum Recover, das heißt, wenn das Ding gehackt wurde, der Server, dass man den binnen 10 Minuten wieder mit einem Backup dann restaurieren kann und dass man die Sachen wieder ans Netz bekommt. So, das Ganze ist dann mittlerweile in der 62443 verankert. Da sehen wir auch, da haben wir das einmal mit dem General, die überliegenden Sachen, die da in der Pyramide oben aufgeführt waren, dann die Policies und Procedures, also die Vorgaben, wie man überhaupt diese Untersuchung macht und die Verfahrensanweisungen dafür. Dann kommen wir auf den Systemlevel. Für uns, für Bachmann, ist halt der Security Level for Zones und Conduits genau das, was wir da zwingend berücksichtigen müssen. Und dann letztendlich, wie die Komponenten dann umgesetzt werden, ob man mit Zertifikaten fährt, mit dementsprechend PKI-Sticks und so weiter, was da mittlerweile alles möglich ist. So, hier sehen wir mal, wie das in diesen sogenannten Zones und Conduits aufgebaut ist. Klassisch ein industrielles Netzwerk 1 und 2. Das können jetzt in unserem Fall 2 Windparks sein. Die fahren dann hoch zum Remote Center, wo dann dementsprechend die Wartungen und die Anlagen überwacht werden. Und von da aus geht es dann hoch in die Firmenzentrale und da ist dann zum Beispiel erst der Übergabepunkt ins Internet. Das heißt, diese Zonen sind eindeutig definiert, auch was die dementsprechend machen können und wie sie geschützt werden. Und die Conduits, sprich die Wege, über die dann die Daten ausgetauscht werden und die dazwischen sind, und das kann man sich so vorstellen wie das alte Ritterschloss, wo es 3 Wege hinging und auf dem einen Weg war die Räuberbande und auf dem anderen Weg die Räuberbande und davon muss ich mich halt schützen. Im Zweifel halt das Burgtor zumachen, halt Firewall einschalten oder irgendwas anderes. Das ist dann immer sehr schön anschaulich, wie man das dann halt vom Internet und diesen Attacken dann vergleichen kann auf die reale Welt. So. Jetzt sind wir schon noch ein Stück tiefer, jetzt sind wir schon in der Kommunikation zwischen Client und Server. Wir haben auf der rechten Seite die Windkraftanlage, auf der linken Seite dann den Server, sprich unseren SCADA-Server. Und in der IEC 61400-25 gibt es halt verschiedenste Protokolle. Einmal Web-Services, OPC-UA, der wird jetzt neu eingeführt und den OPC-XML ablösen. Dann gibt es MMS. Das ist halt das, was aus der 61850 kommt. 104 DNP3, die beiden Protokolle sind da auch noch nicht tot zu kriegen,
obwohl sie nicht objektorientiert sind. Aber gut, viele Versorgungsnetzbetreiber und Übertragungsnetzbetreiber nutzen die immer noch. Und all diese Protokolle haben jetzt ihre eigenen Sicherheitslevels in den Protokollen eingebaut. Das heißt, die Verschlüsselung hier bei den Webservices, das ist das, was wir aus dem Internet kennen, TLS oder SSL, wie es früher genannt wurde. Der OPC-UA hat seine eigene zertifizierte Sicherheitsschnittstelle eingebaut. Das werden wir gleich noch näher sehen. Und die Protokolle, die Energieversorgungsprotokolle haben dementsprechend jeweils die IEC 62351 dahinter in den jeweiligen Abschnitten. Das wird in den Protokollen dann soweit auch mittlerweile alles berücksichtigt, dass man diese Systeme da auch sicher fahren kann. So, hier sehen wir das jetzt mal, wie das mit dem OPC-UA ausschaut. Da habe ich halt verschiedenste Möglichkeiten. Einmal, ich melde mich anonym an, das heißt, da habe ich quasi gar keine Sicherheit drin. Dann die erste Stufe, dann User und Passwort. Dann kommt der Identity-Token, wo ich dann Zertifikate dementsprechend zwischen Client und Server austausche. Dann das Ganze nochmal einen Schritt höher über diese JSON-Web-Tokens und als letztes dann die Zertifikate über so einen PKI-Chip. Das heißt, da habe ich dann auch bis hin zur zweistufigen Sicherheit, da melde ich mich dann an über diesen Chip, wo ich dann halt Werte austauschen muss und kann dann zusätzlich noch zum Beispiel dann ein Handy einstellen, wo ich dann nochmal wieder den Zugang bestätige, dass ich dann eine zweistufige Authentifizierung habe. Das ist so der höchste Stand, der da im Moment gemacht wird. Kennen Sie vielleicht von Amazon oder PayPal und so weiter. Nachdem die alle gehackt wurden, haben die das jetzt auch eingeführt. Gut, dann nochmal kurz Vorstellung der, wer steht dahinter, wer arbeitet in diesen Gremien, welche Firmen stehen dahinter. Eine kurze Einführung über die oder Vorstellung der IEC 61400-25 und der dahinterstehenden User Group, die diese Normen dann halt in praktische Beispiele umsetzt und dementsprechend weiterführt. So, da kurz zur Norm, die 61400-25 baut auf der 61850, da haben wir das Rad nicht zweimal erfunden, das heißt die ganzen Datenstrukturen und so weiter sind da reingekommen. Ziel ist, dass man da halt eine bessere Vergleichbarkeit hat, der Namespace der Turbinen und so weiter in den Sachen gleich ist, dass man niedrige Installationskosten hat, weil man wieder auf gleiche Subsets zurückgreifen kann und so weiter. Hier sehen wir kurz die ganzen Normen, die bisher erschienen sind. Derzeit arbeiten wir an der Edition 3. Die wird jetzt nächstes und übernächstes Jahr in den jeweiligen Stufen dann auch fertiggestellt und freigegeben. Hier sehen wir mal, wie so ein Standardmodell aufgebaut ist. Ich habe halt hier die Windturbine auf der rechten Seite zerlegt in die jeweiligen Gruppen. Und in diesen Gruppen haben wir dann die sogenannten CDCs, die Common Data Classes, die dann dementsprechend den Datentyp haben, das Datenobjekt, Logical Node. Und in diesen Daten werden dann halt dann Quality und Timestamp und so weiter übergeben, damit man dann auch in einem gesamten Windpark alles korrelieren kann. Das heißt, ich habe einen Fehler zum Beispiel am Netzübergabepunkt und habe dann von jeweils von allen Anlagen auch dann die Events mit dem gleichen Zeitstempel und kann dann wirklich sehen, was war da los. Gut, wer steht dahinter? Wir sehen hier einige Hersteller, einige Betreiber, Zuliefererfirmen, Consultants und so weiter. Das sind halt die Mitglieder der User Group. Und wir bieten dann dementsprechend Workshops an. Wir haben Implementation Guideline gemacht, um jetzt neuen Leuten oder die sich mit der Materie befassen, da einen Einstieg, ein Handwerkszeug an die Hand zu geben, damit der Einstieg erleichtert wird. Wir haben MMS-Client auf Java-Basis entwickelt, der auch zur Verfügung steht, den sich die Mitglieder dann auch runterladen können und den auch nutzen können. Und wir haben einen Referenz-Server aufgebaut, der läuft bei meinem Kollegen Eric Santelmo in Spanien. Und da kann man dementsprechend dann seine Client-Applikation gegenüber unserem Referenz-Server testen. Ja, was haben wir demnächst geplant? Cybersecurity Workshop
für Dezember, für den 9. Dezember von 15 bis 18 Uhr. Wer da teilnehmen möchte, bitte kurze E-Mail an mich. Da werden wir noch ein bisschen tiefer einsteigen. Das haben wir ja leider in 15 Minuten nicht geschafft. Und dann geht es im nächsten Jahr weiter mit dem OPC-UA-Workshop im Rahmen der EWA in Bilbao und dann im Anschluss dann die Jahreshauptversammlung der IEC 61400-25 User Group. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bei Fragen und so weiter, gern. Ja, vielen Dank, Herr Lange. Ja, gibt es eine Frage für die beiden letzten Beiträge? Ja, bitte. Braucht eigentlich kein ja, doch, sonst können die Streamer das nicht hören. Ja, also meine Frage wäre, kann der EZA-Regler von Bachmann auch die P von F-Funktion? Weil das hatten Sie jetzt nicht gesagt. Und zweite Frage, ist im Komponentenzertifikat nur der Reglerkern zertifiziert oder auch die Hardware? Also P von F ist auch enthalten, das stand bei der Liste mit dabei, habe ich vielleicht nicht besonders erwähnt, das ist richtig. Und bei dem Komponentenzertifikat ist sowohl also der Reglerkern, die Software zertifiziert, auf dieser Hardware, wo wir es natürlich haben machen lassen. Aber die Hardware selber ist von uns also upgradebar sozusagen, sodass es also auch einzeln zu betrachten ist. Gut, dann vielen Dank. Wenn es eine kurze Frage ist. Ganz kurze Frage auch, Frau Buchwald, Werner Schube von der Brili von der FGH. Frau Buchwald, haben Sie schon Erfahrungen gemacht, ob Sie das Zertifikat auch im europäischen Ausland unter dem Titel Equipment Certificate im Rahmen der Umsetzung AFG einsetzen konnten? Aktuell noch nicht, nein. Gut, das war wirklich eine kurze Frage und vor allem eine kurze Antwort. Super. Okay, wir kommen dann zu einem etwas anderen Aspekt. Wir hatten über Redispatch 2.0 ja schon ein paar Hinweise bekommen, gerade aus den beiden Beiträgen. Da geht es natürlich darum, vor allem die Erzeugungseinheiten sozusagen der Last anzugleichen und sozusagen daraus eine Netzsicherheit zu generieren. Jetzt kommt Kollege Professor Fichter von der anderen Seite und spricht über Demand-Side-Management, also Flexibilisierung von Lasten. Ist das Mikrofon? Jetzt ist es eingeschaltet. Ja, wunderschönen guten Nachmittag. Schön, dass Sie da sind. Ich erzähle Ihnen nichts über DIN-Normen und zeige Ihnen jetzt gerade mal was aus der Praxis heraus. Die Windenergieanlage ist ja heutzutage State of the Art. Also das sieht man hier mit 2.500 Menschen, die hier sind. Intelligenter ist es teilweise noch, bei den Endverbrauchern was einzusparen. Und da zeige ich Ihnen jetzt mal ein Projekt. Das haben wir 2015 gestartet. Liegt dann leider auf Halde und kommt jetzt so langsam wieder raus. Weil wir müssen nur so viel Energie produzieren. Produzieren tun wir zwar nichts, wir sagen es trotzdem. Wie auf der anderen Seite verbraucht wird, das wird immer wieder vergessen. Das heißt, wenn ich den Verbraucher intelligent steuere, dann muss ich gar nicht so viel einspeisen auf der anderen Seite und haben wir dann vielleicht relativ schnell die Kohlekraftwerke vom Netz. Selber bin ich Professor in der Hochschule Bremerhaven für Windenergie, Energiewirtschaft und Speicherung. Und ich habe hier ein Unternehmen mit 9 Leuten, ich bin der Geschäftsführer davon und wir entwickeln dann zum Beispiel The Next Generation. Was machen wir? Wir bringen die Themen aus dem Elfenbeinturm heraus zu den Menschen, die mit dem Hammer reparieren, sage ich immer. Das heißt, wir schauen dann, was taugt was tatsächlich und wie können wir das dann intelligent platzieren. In dem Thema haben wir jetzt ganz prominent, haben wir das dieses Jahr gesehen im Ahrtal mit den Überflutungen. Das Thema Wasser muss zukünftig mit dem Klimawandel mitgedacht werden. Und unser Projekt heißt hier Demand-Side-Management Zielentwässerung. Da geht es dann um die intelligente Verknüpfung. Ja. Was wir machen, wie gesagt, wir machen Konzepte für Kommunen, für Industriebetriebe, um dann aus der Forschung heraus dann the next generation zu entwickeln. Warum machen wir das Ganze? Das kann man nicht oft genug betonen. Das sehen Sie von der linken Seite dann von Ihnen aus gesehen. Einmal über Jahrmillionen haben wir Kohlenwasserstoffe gebildet und innerhalb von 200 Jahren haben wir zum Beispiel das ganze Öl verbraucht. Dann wenn wir zur Nummer 2 da schauen, rechts oben, geht es mit einer Steigerung der CO2-Emissionen einher. Das hat Herr Keeling in den 50er Jahren nachgewiesen oder angefangen zu messen auf Hawaii.
Zum Glück gibt es immer weniger Menschen, die das bezweifeln und die Temperatur steigt mit dem aus. Auch was wir jetzt aktuell dann auch wieder auf der Klimakonferenz sehen, dass das aktuell diskutiert wird. Und da haben wir unterschiedliche Events, wo es dann drin mündet, das sehen wir dann Nummer 3, dass es dann kurzzeitige, starke Regenereignisse Zukunft gibt oder Stürme und dann halt mit verheerenden Folgen hier in Belgien, in Rheinland-Pfalz, in Nordrhein-Westfalen, was man hier dann sieht, das Ganze hängen dann abrutschen. Sie kennen das ja alles aus den Medien. Das ist ein Thema, worum wir das Wasserthema mitdenken sollen. Wir gingen 2015 weiter und haben das als virtuelles Kraftwerk entwickelt. Warum machen wir das Ganze? Hier sehen Sie einmal den Wasserpegel hier aufgeführt von Cuxhaven. Also die Meere steigen kontinuierlich 30 cm seit der Industrialisierung. Und die Karte links, die dazu abgebildet ist, wir liegen hier in Norddeutschland tiefer, also unterhalb des Meeresspiegels. Also wir brauchen aktiv Pumpen, um das Wasser wegzubringen. Und auf der rechten Seite sehen Sie dann hier unser Untersuchungsgebiet, das Landkreis Wesermarsch, da haben wir alleine 100 Pumpen. Und da war damals die Idee, lass uns doch die Pumpen laufen, wenn der Windstrom da ist. So einfach war die Idee. Und das ist auch noch so eine Binsenheide, ja, immer wenn es windet, regnet es auch. Oder wenn es regnet, windet es. So. Also von dem her kann man das Thema ganz gut miteinander denken. Das war so die Initialzündung. Das war 2015, ging es um Fernsteuerbarkeit von solchen Schöpfwerken. Wurde nicht so richtig angenommen, aber so langsam kommt es dann praktisch auf. Und jetzt haben wir das dann in unterschiedlichen Cases, wo ich Ihnen gleich mal Ergebnisse zeige, dann mitgenommen. Die Entwässerung hier im norddeutschen Becken, in Deutschland, aber auch Niederlande, oder das können Sie auch praktisch hier in Bangladesch mit anwenden, ist extrem wichtig, um die Bevölkerung vor Überflutungen zu schützen, weil halt zukünftig gibt es halt aufgrund des Klimawandels verstärkt Extremwetterereignisse, wie Starkregen. Oder auf der anderen Seite, das haben wir die letzten paar Jahre gesehen, gibt es extreme Trockenheit. Also das Thema muss man in beide Richtungen denken. Und wir brauchen intelligente Lösungen, die dann robust sind, die man dann einsetzen können. Die Bilder, die Sie auf der rechten Seite sehen, das ist von mir zu Hause. Da rechts oben, das ist meine Frau mit meiner Tochter. 4 Uhr nachts am 4.01.2018, da haben sie eine Pumpe nicht abgeschaltet, weil die nicht gesteuert wurde. Und dann lief das Wasser bei uns dann praktisch in die Hofeinfahrt bei der Nachbarin, das ist das zweite Bild von oben, in die Waschküche rein und hat dann alles unter Wasser gesetzt. Also das hat tatsächlich direkte Auswirkungen und ich spreche da aus eigener Erfahrung. Das ist dann, wie gesagt, nicht in Bangladesch oder sonst irgendwo, sondern das ist direkt bei uns hier in Owelgönne, also im Landkreis Wesermarsch, da ist sonst nichts außer wir und ein paar Kühe. Und wir haben das dann praktisch dann in ein Forschungsprojekt reingegossen, das läuft jetzt gerade 2021 und hat große Beliebtheit gewonnen und da haben wir jetzt zwei Folgeprojekte, die kommen. Wenn Sie das mal sehen, ist es von links ist das Schöpfwerk, also da ist praktisch, das sind Pumpen drin. Da werden wir jetzt zukünftig eine Box einbauen mit einem GSM-Modul, übertragen die Daten von den Schöpfwerken, wir können die aus der Ferne steuern. Wir sind 3 Unternehmen aktuell. Wir suchen auch weiter Unternehmen, wenn Bachmann da vielleicht Interesse hätte, die man dann momentan ist plattformunabhängig, dass man das dann vielleicht in eine Steuerung integrieren könnte. Oder wenn Sie Windenergieanlagen betreiben, die in Nähe von Pumpen sind, dann können Sie sich da gerne auch uns anschließen. Wir haben eine Plattform praktisch entwickelt, wo wir dann praktisch die Pumpen drin haben, herstellerunabhängig, wie gesagt. Und unten das Hauptziel, das machen wir als Firma. Wir haben dann Lastprofile untersucht, um die beste Lösung dann herauszuarbeiten. Und rechts unten, das sind so Schrittketten. Also wir haben dann unterschiedliche Szenarien dann betrachtet. Ja, mit freundlicher Unterstützung von WPD Windmanager haben wir dann die Windenergieanlagen hier genommen im Landkreis Wesermarsch. Die Daten liegen uns da praktisch vor. Das sieht man hier rechts auf der Karte mit den Windenergieanlagen, zum Beispiel Windpark Brage ist damit um die Ecke. Dann haben wir die Daten der Entwässerungsverbände bekommen zu den Laufleistungen der Pumpen und wir haben das dann mit Wetterdaten verknüpft. Das heißt, wir können jetzt heute mit Wetterdaten Prognosen aussprechen, musst du jetzt pumpen oder nicht und wann lässt du deine Pumpe am besten laufen. So, das ist die Idee. Das kann man in unterschiedlicher Ausprägung zeigen. Ich habe Ihnen aber noch mal ein paar Beispiele mitgebracht. Das ist das, was ich vorher gesagt habe, immer wenn es regnet, dann läuft wahrscheinlich auch die Windenergieanlage. Das heißt, in 87% der Fälle kann ich mit Windstrom hier
die Pumpe laufen lassen. So meist teilweise bis zu 96%, manchmal ist es nur 97%. Also die zwei Modelle passen wunderbar zusammen. Ja. Also das ist eine tolle Geschichte. Durch das lassen sich natürlich wesentlich die CO2-Emissionen einsparen. Oder ein anderes Beispiel, ist ein Entwässerungsverband im Landkreis Wesermarsch, da haben wir 5 Stück davon, die haben Stromkosten, das sehen Sie da unten aufgeführt, von 200.000 oder 210.000 Euro. Wenn ich dann über irgendwelche PPAs dann die Stromkosten senke, zum Beispiel auf 23 Cent runter, wenn ich dann einen besseren Strombezugspreis habe, zahle ich dann nicht mehr 210, sondern nur noch 160.000 Euro. Das Gute ist, die Bevölkerung partizipiert direkt daran, weil die Entwässerungsverbände legen das 1:1 auf die Bevölkerung um. Das ist ein schöner Benefit. Ein weiterer Benefit ist es, hier rechts sehen Sie das Lastprofil von so einem Schöpfwerk für das Jahr 2012. Das ist auf der X-Achse aufgetragen, also das, was nach unten geht. Dann die Y-Achse, das, was rüber geht, das ist von 0 bis 24 Uhr. Und auf der Z-Achse, das, was nach oben geht, das ist die Laufleistung von 2 Pumpen. Und da sieht man, dass die ganz kunterbunt pumpen, und zwar genauso wie während der Tageszeit. Also das ist eigentlich völliger, ja, ich will jetzt nicht sagen Schwachsinn, aber da hat man natürlich, wenn der Mann und die Frau zu Hause ihr Süppchen kocht um die Mittagszeit, haben die Pumpen eigentlich nicht zu laufen. Ja? Und da kann man natürlich das dann netzdienlich betreiben. Durch das kann man zum Beispiel 40% am Energiebezug sparen, wenn man da einen Niedertarif hat. Also man kann sie netzdienlich betreiben. Ein Beispiel dafür, was wir gerade entwickelt haben, da sehen Sie 2 Diagramme. Einmal die gelbe Fläche unten und oben auf dem jeweiligen Diagramm, das ist der Maximalpegel. Also so ein Ziel ist wie eine Badewanne, das ist ein stehendes Gewässer, das darf nicht überlaufen. Die grüne Fläche ist die Fläche, wo wir uns mit dem Pegel, also mit der Höhe bewegen dürfen. Die schwarze Linie ist praktisch der tatsächliche Wasserstand da drin. Und die rote Linie, das ist die Laufleistung der Pumpe. Und zu guter Letzt die blaue Linie, das sind die Regen-Events. Und da sieht man auf der linken Grafik, dass es halt nach Belieben ein- und ausgeschaltet wird. Also da fahren irgendwelche Landwirte hin, die schalten auf die Pumpe ein und dann läuft sie und dann gehen die praktisch wieder weg. Das, was wir als erstes gemacht haben, die Regenprognosen eingebunden und dann rechts zu sehen, dass man dann halt gezielte Ein- und Ausschaltzeitpunkte hat von solchen Systemen. Das ist das, was wir jetzt gerade machen. Bis Ende des Jahres ist es fertig. Das wurde ganz gut angenommen, unter anderem in Bremerhaven. Wir haben jetzt ein Folgeprojekt von 2021, das ist jetzt am 1. November begonnen, bis 2023. Das wird mit 400.000 Euro gefördert. Die Hochschule Bremerhaven ist da praktisch mein Kollege, der ist Hauptantragsteller. Wir haben da ein großes Wasserstoffprojekt für 20 Millionen Euro. Da entwickeln wir ein Wasserstoffmikrogrid. Und die Idee war dann, lass uns das Wasserstoffthema mit diesem Entwässerungsthema zusammendenken. Wir haben in Bremerhaven ein grünes Gewerbegebiet, was entwickelt wird. Und was machen wir da? Da muss entwässert werden. Also wir nutzen jetzt praktisch diese Entwässerungspumpen als Speicher und stellen das dem Wasserstoff gegenüber. Und dann schauen wir, welche Lösung passt für dieses Gebiet am besten. Und das wird dann auch realisiert. Also dass man das flexibel dann einsetzt. Wie gesagt, ich mache ganz viel im Bereich Wasserstoff. Momentan wird es so ein bisschen vermittelt, dass Wasserstoff der Heilsbringer ist. Ist er tatsächlich nicht, nur für manche Anwendungen. Also immer steht eigentlich immer der Strom zuerst. Das möchten wir hier halt auch noch zeigen. Was gibt es für intelligente Lösungen? Komme ich zum Schluss. Es gibt viele innovative Projekte. Wie gesagt, Windenergieanlagen sind state of the art. Die kaufe ich heutzutage ein wie ein Joghurt, ja, oder wie ein Auto. Da gibt es zwar noch Erneuerungen, aber sagen wir, die Technik ist eigentlich erprobt. Hauptsächlich wird eigentlich am Supply heutzutage rumgeschraubt. Viel interessanter wäre es eigentlich am Demand, also am Endverbraucher dann was zu machen. Um 2045 dann Klimaneutralität zu erreichen, brauchen wir intelligente Lösungen. Und klar, wir liefern diese intelligente Lösung mit unserem Projekt, mit DSMS und IWAS, indem wir dann halt aufzeigen, dass es halt viele kleine, tolle Ideen gibt, die man miteinander verknüpfen kann. Die Präsentation bekommen Sie am Schluss. Da können Sie dann hier, haben wir gerade bei Springer eine Veröffentlichung rausgebracht oder bei uns auf der Homepage, können Sie es nochmal nachlesen. Und dann noch das Angebot an Sie. Wie gesagt, wenn Sie Anlagenbetreiber sind oder Interesse an diesem Thema haben, auch an dem Thema intelligente Speicherung, dann sprechen Sie mich gerne an. Ich bin hier gleich noch bis zur Pause da. Dankeschön. Ja, vielen Dank. War ich in der Zeit? Super. Perfekt.
Wir haben sogar was gespeichert. Wir haben jetzt Zeit für Fragen. Gibt es Fragen? Also ich fand das sehr anregend und ich finde, das ist eigentlich auch die Zukunft. Wir haben das ja in vielen Debatten, dass wir Flexibilisierung auf der Erzeugerseite sehen und das wird aus meiner Sicht viel zu wenig gewürdigt, dass wir auf der Lastseite auch viele, viele Optionen haben. Sie haben gesagt, das waren die letzten beiden Diagramme, dass es so mehr oder weniger zeitgleich ist, die Niederschlagsereignisse und die Winterereignisse. Ich habe vor Jahren mal so eine ähnliche Auswertung gemacht, da kam ich zum etwas anderen Ergebnis, vor allem bei den Starkregenereignissen im Sommer, weil das oft diese Gewitterfronten sind. Und dann kommt erst der Wind und dann kommt der heftige Regen hinterher. Ja. Kennt man ja auch so aus der eigenen Erfahrung, wenn man auf der Terrasse sitzt, man sieht so die dunklen Wolken kommen und dann kommt erstmal die Böigkeit rüber und dann fängt es an zu plattern. Das heißt, da ist der Wind dann eigentlich schon weg. Das heißt, ich müsste eigentlich so ein bisschen präventiv arbeiten. Und deswegen ja die Idee mit den Wetterprognosen und dann eigentlich schon mal den Pegel so weit absenken, dass er sich dann wieder befüllen kann. Also die Niederschlagsprognosen sind tatsächlich total standardspezifisch. Wir arbeiten momentan mit Daten vom Deutschen Wetterdienst und von der NASA, wo wir dann praktisch die Regenprognosen anschauen. Und dann sprechen wir einmal Empfehlungen aus für die nächsten 2 Tage. Umso näher, dass man die 2 Tage rankommt, umso zuverlässiger ist die Voraussage. Und dann bauen wir aber noch eine Wetterstation mit, also so eine kleine mit so einem Raspberry Pi direkt mit auf, damit man hier vor Ort dann noch messen kann, um das dann zu evaluieren. Also wie gut ist die Qualität? Und da haben wir halt eine kontinuierliche Optimierung drin. Ja, genau, das hatte ich mir so in etwa vorgestellt. Sie sind wie lange noch hier? Bis zur Pause und dann noch, genau, noch folgt auch, nicht bei Ihrem Forum, aber wenn Sie was hören möchten über Wasserstoff, was passt am besten zu Ihrer Windenergieanlage, haben wir ein Berechnungsmodell entwickelt und da gibt es einen Vortrag um 16.10 Uhr. Da können Sie auch gerne vorbeikommen oder auch hier bleiben, je nachdem, wie Sie gerne. Ja, ich. Aber bis in die Pause bin ich auf jeden Fall gleich da. Alles klar. Gut, vielen Dank nochmal. Danke. Dann kommen wir zu dem letzten Beitrag, bevor wir dann auch hier in die Kaffeepause gehen. Da geht es genau um den Punkt, den der Vorredner als Übergang ja schon formuliert hat, das Thema Wasserstoff. Vielen Dank auch dafür. Und zwar gibt es ein Praxisbeispiel von Herrn Zellmann auf dem Weg. Ja, Sie sind ja auch noch sind ja gut in der Zeit. Herr Zellmann. Mein Name ist Jörg Zellmann, bedanke mich erstmal, dass ich hier den Vortrag überhaupt halten darf. Schönen Dank, Holger. Und ich finde es mal toll, nach den ganzen Telcos in den letzten 2 Jahren, dass man wieder physisch mit den Menschen so Kontakt hat und nicht immer über diese Telcos. Martin kennt das. Ich habe einen Vortrag vorbereitet hinsichtlich der Wasserstofftechnologie. Und da ist eigentlich dieser Oberslogan Power to X. Power to X ist eigentlich ein Oberbegriff, wo man eben aus Wasserstoff, den man gewinnen kann, aus dem Elektrolyseur oder und dann eben dementsprechend umwandelt, hinsichtlich, wenn ich Kohlenstoffatom reinnehme, das auch nochmal transformiere und dann endlich Methanisierung herkriege oder Fuel Cell. Und das habe ich unter dem Begriff Power to X einfach mal zusammengeführt und da ist dieses schematische Bild, wo auch eben auf der einen Seite der Elektrolyseur ist und der für diese Methanerzeugung. Letztendlich kann man daraus noch viel mehr machen. Hier ist halt nochmal ganz groß beschrieben, welche Möglichkeiten man aus diesen physischen und chemischen Möglichkeiten erzielen kann, wo eben diese Kraftstoffe dann auch CO2-neutral sind. An Beispiele letztendlich vom Verbraucher oder Kunde. Das Bild habe ich extra mal mit reingenommen zur Information. Wir können jetzt mit der Energiewende viel machen. Strom erzeugen können wir alle, macht sogar mein kleiner Hamster. Aber letztendlich wird es nur gelingen hinsichtlich der Speichertechnologie. Und hier hat sich
die DLR Gedanken gemacht und ich finde den Gedanken gar nicht so verkehrt. Wenn man die alten Kohlekraftwerke gar nicht abreißen würde, sondern als Speicher nutzt, weil man bräuchte dann nur den den Kesselbereich ummodellieren oder neu bauen, indem man dann sagt, ich schalte vor dem Kraftwerk eine Windkraftanlage, also einen Windpark hin oder Solar, oder ich habe die Leitung dafür vorliegen, anliegen, so erhitze kein Wasser, sondern ein flüssiges Salz, hat eine vierfache Aufnahme von Wärme gegenüber einem normalen Wasser und hat gleichzeitig einen Speicher. Das heißt also, wir hätten zumindest mit Sondertechnologie die Grundlast immer gesichert von den Kohlekraftwerken und könnten zusätzlich die komplette Infrastruktur nutzen, so als Gedankenaustausch. Hier ist halt auch nochmal mit Power2H2 genau dieselben Sachen. Da ist dann auch mit dem Elektrolyseur im Prinzip genau das, was ich im Vorfeld schon erwähnt habe. Parallel hier diese Powerspeicher, die kann man dann physisch mit einem normalen Akku versehen, damit eben diese Grundlast nicht abfällt oder die Spitzen zu hoch werden und wir keinen Blackout auf längere Zeit erleiden. Das ist auch eine Möglichkeit, das mache ich momentan in Bayern, ein Geothermiekraftwerk, also Tiefengeothermie. Da kommen ungefähr 125, also eine Temperatur von 125 Grad hoch, wird zur einen Seite genutzt zur Wärmeversorgung, Nah- und Fernwärme. Zur anderen Seite sehen Sie ja hier diese Luko-Bereiche und alles Mögliche mit einem kleinen Interimskraftwerk, wo dann eben aus der Restwärme Strom erzeugt wird. Da haben Sie im Prinzip einmal die Wärmeversorgung, die ist klimaneutral, plus eben die Stromerzeugung ist auch klimaneutral. Und diese Komponenten kann man eigentlich sehr gut nutzen in Kombination. Dass wir jetzt wirklich aus der Ecke rauskommen und nur immer diese Einzelbetrachtung machen, sondern die Technologien, die wir kennen, die sich jahrelang bewährt haben, zusammenführen, also anhand der verschiedenen Cluster zu einem Cluster. Und dann wäre man eigentlich schon einen guten Schritt weiter hinsichtlich der CO2-Neutralität. Hier ist in der Geothermie nochmal erklärt, wie die überhaupt funktioniert, mit den Kühltürmen, mit dem Stromnetz und dem Wasser und der Sonde, hinsichtlich der Turbinentechnologie und der Technik, wo eben, ja, ist klimaneutral. So funktioniert die Geothermie und dementsprechend ist hier jetzt nur ein Beispiel genannt bei 160 Grad, weil zur Stromerzeugung reichen Ihnen normalerweise auch 80 Grad. Und diese Kombination, die ich vorne erwähnt habe, also die einzelnen Cluster, wenn man die zusammenführt, dann kommt man in diesen Oberbegriff, dass man wirklich dann auch grün, also eine grüne Stadt, Green City und Smart Cities erlangen kann. Und jetzt bin ich schon im Prinzip am Ende. Und bedanke mich, dass Sie mir zugehört haben. Ja, vielen Dank, Herr Zellmann. Gern geschehen. Da gibt es eine Frage. Hallo, wie ist denn der Wirkungsgrad bei den Salztanks? Also wie viel letztendlich wird dann wieder eingespeist von dem, was ich gespeichert habe? Also Wirkungsgrad liegt momentan natürlich klar. Ich gebe 100% elektrische Energie rein, erlange dann ungefähr bei 50. Aber man muss ja den Blickwinkel verändern, weil weniger also diesen monetären oder den Wirkungsgrad betrachten, sondern ich unterstütze die Stromlast. Das heißt also, das ist ja auch wichtig, wir können ja alles machen, Strom erzeugen, wie wir wollen, aber wenn die Gridnetze zusammenbrechen, dann haben wir alle nicht gewonnen, weil dann reden wir vom Blackout, der auch mal eine Woche dauern könnte, also im Worst Case, ne? Oder länger. Verstehe, danke. Und die Umrüstung eines beispielsweise Kohlekraftwerks, inwieweit ist das technisch problematisch, inwieweit ist das machbar? Also ist eine Auskopplung. Man muss sich vorstellen, also so ein Kohlekraftwerk oder generell so ein, auch ein AKW ist ja im Prinzip nichts weiter wie eine überdimensionierte Dampfmaschine. So vorgeschaltet ist natürlich der Kesselbereich gewesen, wie wir es jetzt konventionell kennen, wo eben auch Wasser erhitzt wird, durch die Turbine geleitet wird, Drehbewegung, Generator, Strom. Und, dann eben, und hier ist eben, dass man vorgeschaltet sagt, ich mache hier dieses mit der Salzlösung, weil Salz nimmt viermal so viel Energie auf wie jetzt normales Wasser. So,
macht diese Thermobereiche rein. Das heißt also, auch wenn kein Wind ist oder alles Mögliche, ich habe immer eine Grundlast und genug Reserven drin und kann damit natürlich meine Turbine speisen, dass ich immer so ein gerades Netz habe. Zur Funktionalität. Also, weil da müssen wir echt darauf achten, dass uns die Netze nicht zusammenbrechen. Okay, danke. Bitteschön. Ja. Ja, gibt es weitere Fragen an Herrn Zimmermann? Gut, wenn nicht, dann haben wir eine etwas längere Kaffeepause. Das ist auch nicht verkehrt. Wir sind ja hier sehr eng eingetaktet mit den Beiträgen. Es geht weiter um 16 Uhr. Wir haben dann in den abschließenden zwei Stunden ungefähr nochmal zwei Beiträge mit kleiner Frageoption und dann machen wir abschließend unsere Diskussionsrunde hier und schließen das Programm, runden das dann damit ab. Dann sehen wir uns hier um pünktlich um 16 Uhr wieder. Vielen Dank.